Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft, meine lieben Siragomori. Hallo. Und ich mache heute Trockenbeton. Ja, das erste Mal in unserem kläglichen Leben. Vorausgesetzt, ich finde Kies und, Oh, guck mal, ich habe was Sand für dich. Wo bist du denn? Weg. Kies und Sand suchen gehen. Ja, warte doch mal. Hallo, wir haben doch im Lager noch was. Ich will es nicht aus dem Lager holen. Warum nicht? Dafür ist es schließlich da. Weil ich nicht weiß, ob es langt. Ja, wenn es nicht langt, dann kannst du ja noch immer noch fort. Ach Mann, jetzt wollte ich nochmal weggehen. Ich habe 2x64 Stück. Du gönnst einen einfach keine Freude. Ja, Entschuldigung. Ich meine, warum hebe ich denn alles auf, wenn du drauf weggehst und alles wieder neu sammelst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Damit du was im Lager hast, falls du es brauchst. Ja, wow. Machst du so wie ich zu Hause mit den Lebensmitteln alles horten für den Fall, dass ich es mal brauche. Und nach 10 Jahren ist es verramst. Ja. So ungefähr, ja. Wo sind die Kies? Da, wo zum Beispiel auch Erde ist. An dieser Ecke. So, wie war das nochmal? Trockenbeton, trocken. Du brauchst doch grauen Farbstoff. Ja, nein, ich will ja, magentafarben. Ja, dann nimmst du halt magentafarbenen Farbstoff. Nimm halt magentafarbenen Farbstoff. Ich nehme auch magentafarbenen Farbstoff. Hast du was dagegen, wenn ich magentafarbenen Farbstoff nehme, oder was? Ja, ich hab was dagegen. Ich kann magentafarbenen Farbstoff nie ausstehen. Das ist dein Problem, nicht mein Problem. Ja, das ist ein magentafarbenes Problem, du. No. So, ich ernte jetzt erstmal hier Zuckerrohr. Dann ernte Zuckerrohr. Ich muss dringend... So. Stufen. Pullern? Ah, Stufen ins Wasser packen. Achso, ich hatte pullern. Hä? Wieso pullern? Keine Ahnung. Warum? Ich muss dringend pullern. Ganz, 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 ganz dringend. Ja. So, jetzt habe ich Trockenbeton. Ja? Und den muss ich jetzt ins Wasser schmeißen. So ungefähr, ja. Oder du setzt den einfach irgendwo hin und nimmst einen Eimer Wasser und kippst den Eimer Wasser drüber. Nein, ich muss sie wirklich nur einfach reinschmeißen. Okay. Ach so, also nicht hinstellen, sondern reinwerfen. Doch, 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 doch. Ja, ja, doch, du musst hinstellen. Ich wollte gerade sagen, aber wäre auch eine Idee, ne? Denn wenn man den einfach als Item so reinschmeißt. Das wäre cool. Ich habe es gerade versucht, aber es geht nicht. Oh, ist jemand müde? Nö. Ich habe nur keinen Sauerstoff. Ach so, das ist ja gut. Mich geht's gut. Oh Gott, ich dachte gerade, da drin steht ein Skelett. Ich wollte gerade... Oh Mann. Ich dachte gerade, diese Blöcke haben keine Textur, weil die so lila sind. Weil so sehen ja auch immer gerne die Blöcke aus, wenn sie keine Textur haben. Weil sie so schwarz-lila kariert. Ich dachte gerade, oh, die Blöcke, die haben aber keine Textur. Da muss aber nochmal nachgearbeitet werden. Doch, haben sie. Ja. Eine richtig geile pinke Textur. Ja, ist halt Magenta, ne? Ja, deswegen wollte ich sie haben, weil ich es cool fand. Ich muss ja eben gerade mal was gucken. Auf meine Pilt. Was wollte ich eigentlich mit dem Zuckerrohr machen? Ich weiß ja nicht, was du damit machen wolltest. Ach, verdammt, ich muss hier noch einen Kamin bauen. Warum wollte ich Zuckerrohr haben? Für Papier. Ach stimmt, die Bibliothek. Ja. Yay. Ach, da ist mir noch was eingefallen. Da war ja noch ein Fenster hier oben. Wo war denn das jetzt? Fenster. Nee, das war's nicht. Doch. Da. Ach, halt die Sappel. Nein. Roll der Backen. Okay. Wow. Ugly Duckly. Ernsthaft? Schwarz-Eichenholz-Bücherregal? Ja. Ich hasse Kannst du machen. Ich hasse diese Vielfalt. Sie ist ein Fluch. Wieso? Weil das immer... weil halt... Ja. Ja. Ich finde das... Ja.
Ich finde das irgendwie fürchterlich, wenn von allem was Verschiedenes halt einfach gibt. Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile ein Dutzend verschiedene Holzarten. Und aus jedem von diesen Dutzend verschiedenen Holzarten kannst du Dutzend verschiedene Thronen machen, Dutzend verschiedene Regale, Treppen, Stufen, Zäune, Tore. Ist doch super, dann hast du für jeden Geschmack was dabei. Ja. Aber wenn man nicht dran denkt und jetzt da steht und in diesem schönen, eichenverkleideten Raum auf einmal Schwarzeichenholz drin ist, das ist nicht so praktisch. Ja. Jetzt gehen auch noch die ganzen... 7 Stück waren es. Ja, aber noch Bücher für dich, ne? Ja, schön. Einmal bitte. Das war kein Schwarzeichenbuch, ein normales Buch. Ja, es war ja das Bücherregal, das war ja kein Buch. Stell dir mal vor, es gibt auch noch Bücher. Ein Eichenregal haben. 7. So. Aber entschiedest du dir welche? Jetzt habe ich Weil ich die Schwarzeichen jetzt kaputt gemacht habe und habe jetzt mir stattdessen das Eichen, weil ich die falschen Dinger halt einfach hatte. Deswegen habe ich das jetzt halt einfach so ausgetauscht. Genau, no, das war das falsche Ding. Bücher. Wow, 4 Stück. Da kriege ich ein Regal. Ich hätte wahrscheinlich doch noch mal was ercheaten müssen. Und über mich meckern. Ja, aber ich gebe es wenigstens zu, dass ich es machen muss. Ich habe Kartoffeln. Yay, ercheatet. Kann ich die da drauf lesen? Ja, ich kann sie grillen. Guck mal. Gibt gegrillte Kartoffeln. Ofenkartoffeln oder sowas. Ja. Lecker. Und das ganz ohne Kohle. Yay. Da kannst du der gleiche Por abhole. Yay. Was wollte ich denn jetzt machen? Und dann kommt eine Röstkartoffel raus. No, ich wollte cheaten. Hab ich ja gesagt. Nee, doch, ist Ofenkartoffel. Oder? Weil ich finde, die passt da besser zu. Ich kann die aber nicht einfach so machen. Aber diese Ofenkartoffeln sieht sogar richtig lecker aus. Da ist sogar Creme Fraiche drüber. Guck mal. Wo bist du denn? In einem Haus. Alter, diese Ofenkartoffeln sieht sogar richtig lecker aus. Da krieg ich richtig Bock, selber welche zu kochen. Oder zu braten. Guck mal. Sieht lecker aus. Die sieht voll geil aus. Ja. Mit so einem Klecks Creme Fraiche und ein paar Kräuter oben drauf. Ah. So, jetzt muss ich hier noch was. Lecker, lecker, lecker. Au! Ich laufe fast ins Feuer und du schreist au. Aber mein Rücken geknackt hat. Der knackt heute schon den ganzen Tag. Das tut langsam echt weh. Du bist halt knackig, sei doch froh. Ja, ich bin total froh, dass ich knacke und Schmerzen dabei habe. In deinem Alter sind viele knackig und haben Schmerzen. Und du bist halt knackig. Ich hab Schmerzen. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe, aber ist ja okay. Viele mal alter knackig sind und haben Schmerzen. Ich sei froh, dass ich knackig bin. Das hat auch voll Sinn gemacht. Ja. Mega. Oh Mann. Bin begeistert. Ja, aber hallo. Ich bin total froh, dass ich knackig bin und Schmerzen habe. Ich finde das großartig. Aus einem Stack Zuckerrohr kriege ich 7 Bücherregale raus. Ich stehe nächstes Jahr noch da, bis die Bücherei fertig ist. Ja, so viele Bücher kannst du sowieso nicht machen, weil es gehen nur so und so viele. Hab ich mal gehört. Nein, ja, damit das Wirkung zeigt im Verzaubertisch. Das heißt aber nicht, dass ich aufhören kann, damit zu dekorieren. Nö, habe ich ja nicht gesagt. Ich wollte sagen, die Wirkung davon ist aber dann. Ja, ja, das weiß ich. Dass die Wirkung nur bei einer bestimmten Anzahl. Oder nach einer bestimmten Anzahl stehen bleibt auf dem gleichen Level. So. Genau. Das weiß ich. Ja, das ist gut. Aber es wäre doch doof, wenn ich nur so viele Bücherregale mache und dann sage, ja, jetzt ist die Bibliothek fertig und alles andere sieht noch scheiße aus. Das wäre auch nicht schön. Das stimmt auch wiederum. Von daher. Deswegen, ich dachte schon, so haben die jetzt ihr was geändert oder was? Nee, ich weiß nur davon, dass sie halt. Genau. Ich sehe da nur irgendwie so einen halben Fuß irgendwie auf mich zurennen.
Hallo Kuh. Hallo Man. Hallo Ghoul, ja. Guck mal, ich habe noch euer Leder einstecken von euren Kindern. Wie freundlich. Ja, ne? Huch! Was ist? Verdammt. Was hast du jetzt gemacht? Ein Baum geschält. Du hast einen Baum geschält? Ja, du kannst Bäume schälen. Okay. Die schält einen Baum. Hast du einen Sparschäler mitgenommen, ja? Nee, meine Axt. Oh, ich glaube, ich muss hier auch noch ein bisschen was leuchten. Was ist auf die Idee? Ach, weil es hier so ein bisschen dunkel ist. Sieht jetzt kacke aus, Mann. Weil du geschält hast? Ja. Komm mal ins Haus. Oh, hallo Zombie, der mir so geil ins Ohr stöhnt, ja. Ins Ohr stöhnt? Bin unterwegs. Halt die Klappe, Hund. Hey. Lass mein Kuett in Ruhe. Ich hab den Baum geschält. Ich hab den Baum geschält. Ja, super. Entrinde der Schwarzeichenstamm. Das passt nicht. Ich wollte es gar nicht. Schwarzeichenstamm. Hat zwar die gleiche Textur, aber ist dunkler. Haben wir noch Schwarzeichenstamm? Nope. Der nächste Schwarzeichenbaum. Warte. Fichte. Da hätten wir Schwarzeiche. Doch, wir hatten noch. Ich hab schon geholt. Alles gut. Und den entrindest du jetzt wieder. Ja, ich geh vielleicht nicht mit der Axt rein. Da bin ich zu voll. Warte. Nicht, nein, bitte nicht. Wenn du es testen willst, nimm den hier, da. Ah. Hä? Hier ist ein Zombie. Der ist hinterm Haus, da hinten irgendwo. Ich glaube, wir müssen mal einen Zaun hier um unser Gebiet ziehen und mal alles ausleuchten. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube, jetzt können wir nicht schlafen. Oh doch, geht. Gut, es ist weit genug weg. Das klang nämlich sehr laut. Yep, wirklich laut. Der ist immer noch da. Naja, wenn es Spaß macht. Der Zombie hat halt Spaß dran. Das ist ein Creeper. Ein Creeper. Hallo Creeper. Was war das denn? Ich glaube, der Creeper ist gerade irgendwie... Nein, ich habe mit dem Pfeil auf ihn geschossen. Ach so. Ich dachte schon. Ich dachte, der Creeper wäre jetzt irgendwie an der Liane hochgeklettert im Vorbeilaufen und wäre dann runtergefallen. Ja, sehr interessant. Das hat lange gedauert, das Zischen. Hä? Das Zischen vom Creeper hat sehr lange gedauert. Der ist doch schon lange tot. Ja, es hat doch noch nachgezischt. Ach so. Hing mal wieder ein bisschen mit dem Sound. Mhm. Hallo Creeper Nummer 2. Hallo. Hätten Sie Interesse am Wachturm? Nee. Mach mal Bumm. Oder auch nicht. Okay. Bumm. Okay. Voll. Ein Ei. Noch Ei. Gibt ganze Pfannen voll Eier. Rührei. Fehler, glaube ich. Sag mal, kann es sein, dass du hier in der Ecke festhängst? Nee, warum? Weil der steht die ganze Zeit einfach nur da, dein Cockatrice. Der bewegt sich gar nicht mehr, der steht nur in der Ecke. Ich mag ja die Ecke. Ja, möglich. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Besser.
Was das? Eine Blume. Nein, ich habe mir eins zu wenig ercheatet. Ich muss noch mal. Eine nur. So. Oh. So. Wir haben ein ganz tolles Lagerfeuer. Ja, klack, 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 klack. Sehr interessant. Ja, so klingt das bei dir auch immer. So, ich brauche noch mal... Boah, ich hasse dieses Banner, ey. Dann mach's doch weg. Nee. Ja, dann halt nicht. Dann beschwer dich nicht. Knack, klatsch. Och, lähm. Zielscher mache ich, wenn ich Lehm brenne, ne? Wenn du diese Lehmböppel brennst, ja. Diese kleinen, runden Kügelchen. Weiß ich wohin damit. Deswegen habe ich dir gegeben. Ich habe Kacke im Sack. Okay, das klingt falsch. Das klang gerade sehr falsch. Ja, schon. Ich habe Kacke im Sack. So einfach so random. So. Ich denke mal, einmal langt eigentlich. Ich glaube, ich muss keine Tausende von diesen Dingern brennen. Nennen Sie ein Tier mit 3 Buchstaben. Krokodil! Was? Kuh. Wie viel Kuh hat das Haar, ne? Ja. Dackel, da ist dein Hund. Ja. Dackel. Naja, Hund war ja auch nicht dabei gewesen. Nee, genauso bin ich wie Kuh. Ich glaub, Wellensittich war dabei. Ja, das war das Erste, das gelöst wurde. Ja. Und irgendeine blöden Muschel war dabei. Ich glaube Zebramuschel oder sowas. Ja, Zebramuschel und ich glaube Jakobsmuschel. Da hätte man drauf kommen können. Naja, Jakobsmuschel ist ja noch nicht mal so unbekannt. Das ist ja eine Delikatesse, aber in dem Moment muss man halt mal drauf kommen, ne? Eben. Und falls ihr nicht wisst, wovon wir es haben, das ist, wir haben uns ein React von zu 9 Live angeguckt. Zu einem alten. Wie 9 Live praktisch immer die Leute verarscht hat. Genau, also zumindest diese Shows da, die da gewesen waren. Wo hast du eigentlich das Leder hin? Hinten, da wo auch die Wolle ist, da ist das irgendwo mit bei. Falls überhaupt das noch Leder drin ist. Ja, ja. Oh ja, es ist noch hier drin. Ein Wunder ist geschehen, Leder ist noch da. Naja, mir fehlt eher das Zuckerrohr. Ah, ich halte am Zuckerrohr. Ja. Oh, jetzt weiß ich, was ich noch im Lager, warum ich im Lager war. Ich wollte Stückchen machen, damit ich das Wasser beim Zuckerrohr abdecken kann. Damit das ganze Geschlampst da nicht reinfällt und ich ständig ins Wasser springen muss. Bin doch so wasserscheu. Na, du Arme. Ja. Das ist doof. Nimm doch die Magenta-Stufe. Die habe ich gerade in eine Kiste reingetan. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Da werde ich immer sauber, wenn ich da reingehe. Und das mag ich nicht. Ja, ich habe halt die jetzt in dieser Fichtenholztruhe neben den Dings. Habe ich ein paar Sachen reingetan, wo ich nicht weiß, wo du sie hinsortieren willst. Mhm. Hi. Hi. Kartoffeln. Ach du Scheiße. Naja, solche Stufen wollte ich eigentlich nicht. Aber kann ich von denen solche machen? Nein! Kann ich nicht gebrauchen, sorry. Dann nimm hier, da. Hier sind welche. Da. Naja, die reichen aber nicht. Dann mach noch welche, ist ja noch genug da. Oh, by the way, warte mal. Da oben sind auch noch welche. Wir haben jetzt eine Magenta-Couch.
Ja, hab schon gesehen. Ist sie nicht schick? Total geil. Tot schick, ne? Warte, 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 warte. Hey, Werkbank! Tada! Moment, ich sehe gerade nichts. Ich habe gerade rausgetappt. Okay. Und da kannst du jetzt zum Beispiel die Dinger hier nehmen. Steine. Gehst hier rein, klickst an, was du haben willst und kriegst das 1:1 zurück. Cool. Kann ich gleich nutzen, weil ich brauche nämlich das hier für ein Dings. Für ein... Was ist das denn? Gemeißelter Ziegel. Gemeißelter Stein. Okay, gemeißelter cool. Steinziegel, so rum. Und da habe ich jetzt zum Beispiel keine 4 oder 5 Zwischen-Crafting-Stufen gebraucht oder spezielle Sachen, sondern kannst du da 1:1 kannst du das direkt da drinnen craften. Finde ich cool. Ich liebe diese Steinsäge. Was soll ich jetzt mit diesen Dingern hier anstellen? Nö, pack sie irgendwo rein. Das war jetzt nur so ein Anschauungsmaterial, war das gerade nur. Kann ich auch das da rein tun? Nee, okay, das kann ich nicht rein. Ja, das ist. Ach. Jump. Was ist das? Steinschwert. Ach so, Steinschwert, Steinhacke. Truhen. Wir haben ja noch die Teleportsäulen. Ja. Aber bitte nicht aufstellen, ich muss erst gucken, wo ich Platz finde. Oh, okay, dann mach du das halt. Oh, ja. Da brauchte ich eine Lupe. Wie habe ich denn nochmal eine Lupe gebastelt? Wie war denn das noch? Ah, Bronzebarren. Und Panzerglas will der jetzt mittlerweile haben, der gute Sinobin. Ja, sauber. Dankeschön. Boah, ey, echt. Das brauche ich. Keine Ahnung, wie viel mal. Geil. Das habe ich gehört. Quatsch. Und dafür Panzerglas. Muss mal gucken, was man für ein Panzerglas braucht, ey. Früher hast du einfach nur eine Glasscheibe genommen, weißt du? Mhm. Aber das war im guten Sinobin scheinbar mal wieder zu leicht. Also nimmt man einfach Panzerglas. Oder, Obsidian. Oder erfindet Klee man Panzerglas. Kleber und Obsidian brauchst du. Ohne Worte einfach nur, echt. Kannst ja auch viel komplizieren, die ganze Sache, ne? Ja. Und dann hat er noch gemeint, ja, wenn bei uns, wenn uns das mit dem Server selber hosten und das zu schwer wird, dann können wir ja bei ihm auf dem Server spielen. Da hab ich mir nur gedacht, damit wir dann hier nicht mehr cheaten können, nein, danke. Und ich alles auf normalem Wege erspielen muss, nein, danke. Sorry, lieber Sinobin, aber nein, danke. Ich habe in meinem Single-Let's Play schon genug ohne Cheats und ohne alles gemacht. Da habe ich da keinen Bock drauf. So. Ich muss es mal eben mit anderen Stufen testen, die ich jetzt mal einstecken habe oder so. Nee. Pillt irgendwas. Da hab ich es nicht weit nach genug da vorne gemacht. Wir gucken ihr jetzt einfach mal zu. Ich
weiß nicht mehr, wie das gemacht worden ist. Das ist gerade mein Problem hier. Dann guck doch im Video nach. Ich will immer jedes Mal ein Video gucken dafür. Dann musst du wohl oder übel so rumprobieren, bis du es hast. Ich weiß, dass hier in die Mitte Lagerfeuer kommt, das weiß ich. So. Nein, so definitiv nicht. Okay, ich muss doch das Video gucken. Ich weiß nicht mehr, wie dieser blöde Ofen geht, aber wir haben auch schon ein paar 30 Minuten fast wieder, glaube ich, oder? Ja. Wenn ich das Lagerfeuer abbaue, kommt nur noch Kohle raus. Das ist doof. Okay, wir haben noch 25 Minuten. In den 25 Minuten muss ich herausgefunden haben, wie das funktioniert. Ja, dann streng dich mal an, ne? Ich muss erstmal das Video wiederfinden. Und ich muss es lautlos machen. Ja, langt ja auch. Dann starte ich mal. Da ist sie jetzt noch da. Huiuiuiui. Oh, huiuiuiui, da freut sie sich. Ja, total. Ah, jetzt ist sie gerade im Wohnzimmer. Okay. So. Doch, da waren links und rechts zwei große Blöcke. Ja, die hatte ich doch gemacht. Da. Und da. Nee, Moment, was habe ich denn hier für Mist gebaut? Da. So. Dann. Ja, okay, dann habe ich den Fehler halt gemacht. Na, irgendeinen Fehler hast du gemacht. Ja. Oh, ich höre ein Skelett. Okay. Ja, ich bin halt doof. Kannst du ein Lagerfeuer machen? Ich bin schon auf dem Weg zurück wieder. Mach das Haus mal in die Mitte einfach schon. Ich muss doch mal runter. Ich brauche noch mal Steine. Schateine. Ah. Das ist ein Creeper. Ich bin hier weg. Die Tür auch zu? Gut. Ja, auf okay. Einmal. Auf einmal sitzen hier so gemütlich und auf einmal. Ja. Das die Angst hatte ich gerade. Die Angst hatte ich gerade wirklich. Muss ich doch hochgehen und das Hand machen. So, da brauche ich nochmal Stufen. Warum hast du jetzt einen Creeper-Kopf hingesetzt irgendwo? Ich hatte mir gedacht, ja, komm, ein bisschen dekorieren. Okay. Wo immer du den hingesetzt hast. So. Guck kurz nach. Ja, okay, das stimmt so. Ja, okay. Da kommt einfach das hier dahin. Guck. Ah. Ja, da haben wir hier jetzt einen schönen Kamin. Da kommen ja normalerweise noch Bilder hin, aber die kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich ja für diese komische Dings bräuchte. Schablone. Nee, Rahmen. Schabalone. Rahmen. Ein Süppchen hätte ich jetzt auch gern. Ja. Der kommt über den Kamin, du. Unsere beste Trophäe. Ja. Ich habe so viel Zeugs in der Tasche und ich weiß nicht, wohin damit. Boing, erst mal den Kopf anschlagen. Ja, man kann auch hier dekorieren, hier oben drauf. Man muss sich nur davor hocken, dann funktioniert das. Hm? Bei was? Hier die Sachen, diese Dinger hier, die hier. Ach so. Die kannst du dekorieren obendrauf, aber du musst dich davor hocken. Ja, damit du das Ding nicht aktivierst hier, ja. Genau. Es wird langsam. Du
wird langsam ein gemütliches Zuhause, du. Gemütlich, gemütlich. Genau. So. Dann aber nicht mehr für heute. Das war's für heute. Sondern beim nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.